So. Hier. Sieht man. Und du einer. Kommst mal mit. Und nochmal. Ich finde das lustig, dass der die anderen nicht anfällt. So. 104. So, jetzt mal hier oben. Da ist mein Portal. Komm du nochmal her. Slogs sind übrigens sowas wie Hunde. Die kann man auch mit den Slicks kann man die benutzen und sagen hier, komm her. Und Fass kann man sagen, dann werden dann wird das Gegenüber getötet. Und das müssen wir auf jeden Fall auch noch benutzen, um weiterzukommen im Spiel. So. Das wäre, ich glaube, es kommt jetzt gar kein Geheimgang mehr. Holen uns noch Steine. So, und dieser Slog hier ist ein bisschen buggy. der jetzt kommt. Denn, obwohl ich weiß, es kann natürlich sein, dass sie es geändert haben, weil das mit den Mudakens haben sie ja auch geändert, dass sie direkt reagieren. Ja, die Slogs, also der Slog hier ist, man kommt ihm näher, der bellt und man will wegrennen und er bleibt stehen. Irgendwie, das ist ein bisschen komisch. So, du bist aber, glaube ich, am Pennen, ne? Ne, der ist an. Der ist an, ist der. Holy. Okay, es hat auf jeden Fall geklappt. Ich glaube... Ne, sieht man nicht. Ich dachte, das hätte uns Schaden gemacht. Ja gut, aber wir können jetzt hier weiter düsen. Okay, da ist noch eine. Ne, warte mal. Hier können wir ja chanten, ne? Fast... zu Hause. Trotzdem einmal noch hier lang. Aber ich glaube, hier ist nichts. Nee, ist wohl was. Huh. Was rede ich denn da? Was ist das denn jetzt hier für eins? Oh. Rennen, rennen, rennen. Rennen, rennen, rennen. Jetzt müssen wir hier rein. Und dann im Hintergrund rennen die uns hinterher. Und dann können wir hier den Strom anmachen. Und dann rennen die da rein. Das war jetzt nur einer, oder? Oder waren das beide? Ich weiß es nicht. Ne, waren alle. Kommt ihr mal alle her. Okay. So, ab in die Freiheit. So. Und das war das auch schon wieder. Dann kommen wir hier hinten lang und wieder weg. Kein Zutritt. Angestellten Lounge. Ich wollte gerade sagen, bitte nicht aufhängen. Komischerweise werden wir hier rausgelassen. Ich weiß auch nicht warum. So, aber dann hätten wir das da unten. Den können wir uns einfach schnappen hier. Komm mal her. Können wir über die Mine drüber springen? Oh, da ist ja auch Fetze. Ach, wenn wir gerade dabei sind. Angeblich haben die da oben keinen Hit-Gedöns. Ich möchte mal gerne in die Mine reinspringen. Okay, dann haben die wahrscheinlich nur an bestimmten Punkten Hit-Gedöns. Aber wir machen es dann richtig. Alles futsch. Aber hier war nichts. Genau. Okay, dann haben wir, glaube ich, soweit alles hier. Diese Slog-Hütten finde ich auch irgendwie sehr interessant. Mit den Rohren so da dran und so.
Ja, von den Fledermäusen muss man sich immer ein bisschen in Acht nehmen. Sprung ins Ungewisse. Hui! When some big face appeared and said I was dead. Said our land was changing, was imbalanced at best. He told me my fate was to rescue the rest. For paramites and scrap had been sacred once. That was before Rupture Farms turned them into lunch. And they live in the temple, and that's where they still nest. And facing these creatures, that was my test. Jo, und dieses Kapitel nennt sich Mosaiklinien. Ich weiß nicht, ob das so ausgesprochen wird. Das ist ein eher gediegenes, ein gediegener Part. Ich glaube, hier gibt es auch überhaupt keine Mudaken zum Retten. Aber wir gucken mal hier, was hier so steht. Oh, jetzt wieder vorlesen bei dieser tollen Schrift. Große Gefahr erwartet jene, die es wagen, den Mudaken-Sorgen liegen schwer auf dem Magen. Die Brutstätte der Kreaturen zu ertragen, ist Aufgabe jener, die nicht versagen. Nehmt euch in Acht, denn die Alten sagen, nur eine hat die Kraft zu ertragen. Ausgang. Okay. Ich war gerade am Überlegen, aber das Geräusch von den geilen Steinen, das war im Originalteil. Dieses Wappum, 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 Wappum. Das war genau hier. So. Nicht getroffen werden. So. Der Weise wird kopieren, um weiter zu flanieren. Okay. Ja, den müssen wir jetzt nachmachen, aber ich finde, die Eingeborenen sehen so geil aus mit der Maske und den Streifen an den Beinen und an den Armen. Ich finde die irgendwie toll. That's not it. Ah, okay. Nee. Ich muss erstmal mit der Steuerung wieder klarkommen. Ist das nicht ein Pups? Okay. Das habe ich mir eben gerade genauso gemacht, oder nicht? Oh, ich mag deine Maske. Ich will auch so eine haben. So. Was haben wir denn hier? Chante, bis das liegt dir gehört. Halte L2 und R2 gedrückt, um zu chanten. Haben wir ja nicht schon gemacht, 1000 Mal. Der hat halt gesehen, dass ich übernommen wurde. Also, dass der Slick übernommen wurde und hat dann halt seinen Kollegen getötet. Nun gut. Während des Laufens Kreis drücken, um zu rollen. Hui!
Drücke Quadrat, während du vor dem Brunnen stehst. Hui! Halte Quadrat gedrückt, während du an einem Brunnen vorbeiläufst. Ja, müssen wir jetzt nicht nochmal machen. So, weiter geht's. So. Nur ein paar Paramites und Scraps hausen in diesem Land. Das hört sich komisch an, irgendwie falsch übersetzt. Nur noch ein paar, hätte ich gesagt. Denn Millionen verloren ihr Leben durch unsere Hand. Geheiligt sind sie für uns, die wir wissen. Doch das Spiel geht weiter, hart und gerissen. Schurke wird steigen aus dem Jammer ihrer Seelen, dem Sieger zu helfen, ohne zu quälen. Schurke ist, ich würde es mal als Gottheit betiteln. Das ist eine Mischung aus einem Scrap und einem Paramite. Und der hat halt so Superkräfte, sag ich mal. Die können wir ein bisschen in diesem Spiel benutzen. Wir bekommen ja ein paar Mal die Chance für. Und die nutzen wir dann natürlich auch. Ne? Vögel! So, können wir nach unten düsen? Ne, wir können nur nach oben, okay. Dann düsen wir nach oben. Oh. Ja, ja, ist gut. War gut? Ja, okay. Ich vertraue denen nicht mehr so ganz irgendwie. Wie sie alle mit ihrem Kopf so. Sieht ja wie so eine Biene, ey. Hebel funktionieren! Echt? Und der hat jetzt diesen Brunnen hier aktiviert. Mit dem wir dann an eine andere Stelle kommen. Will ich hier oben hin? Ich darf nämlich dazwischen funken. Ja? Gut. Und ab ins nächste Dings-Bums-Häuschen. Aber hier gibt es so viele Hände. Ich habe mir das, glaube ich, alles gar nicht angeguckt. Du Mals. Blaue Hände bedeuten die Wände und entfesseln die Macht, die den falschen Ländern den Gar ausmacht. Glackenminister brennt vor Wut, wenn der Schürkel erwacht und die Fleischfarm ruht. Das hat sich ganz gut angehört. Genau, blaue Hände. Wir sind im Gegensatz, also wir sind blau. Unser Mudaken hier ist blau und die anderen sind irgendwie alle grün. Also wir sind halt so der Auserwählte, ne?